So, ich habe das Blumenkohlgratin mit Ei rausgesucht und man kann das hier so ganz leicht sehen. TM5, TM6 Rezept plus Thermomix Friend. Den haben wir hier auf der rechten Seite gleich stehen. Da ziehe ich euch dann mit rüber. Aber ihr solltet erstmal die Vorbereitungen sehen, weil der Friend ist ja auch für den TM5 und TM6 koppelbar. So, wir arbeiten mit dem TM6, das heißt Kochvorgang starten. 300 Gramm Gruyère-Käse oder Cheddar. Ich habe Gruyère in Stücken genommen. So, das füllen wir jetzt einmal ein. Wenn ich den Deckel nachträglich abnehme, einfach auf Tara drücken. So. Das sind gut 300 Gramm. Einmal auf Weiter den Messbecher einsetzen. Und das Ganze wird jetzt 10 Sekunden Stufe 7 zerkleinert. Und weiter geht's. Den zerkleinerten Käse umfüllen. Schaut mal, ich will euch wenigstens das Ergebnis zeigen und dann fülle ich den jetzt schnell mal um. So, den haben wir jetzt umgefüllt. Dann kommen wir zum nächsten Arbeitsschritt und müssen 500 Gramm Wasser einfügen. Na, das ist ja wohl punktgenau, würde ich sagen. Den Varoma aufsetzen. Das heißt, wir setzen wie immer erst den Deckel auf und dann den Varoma. In den Varoma sollen wir übrigens gleich Blumenkohl einfüllen. Das habe ich schon gemacht. Das werdet ihr jetzt hier auch sehen. So, 1000 Gramm Blumenkohl einfüllen. Genau, auch das kommt ungefähr hin. Darauf achten, dass ausreichend Dampfschlitze bereit sind. Mixtopf in den Friend einsetzen. So, das heißt, wir wechseln jetzt einmal aus. Ich nehme hier den runter und dann heben wir den einfach nur rüber. Setzen das hier drauf. Deckel drauf. So, dann. Dann gehe ich hier auf Weiter. Deckel haben wir aufgesetzt. So, Garen mit dem Thermomix Friend. Hier ist jetzt einfach Senden. Könnt ihr das richtig sehen? Ja. Wir senden jetzt praktisch diese Daten rüber an unseren, schaut mal, Friend. Genau. Der sagt, prüfe nochmal eben, ob der Deckel zu ist. Der ist zu. Das müssen wir einmal bestätigen, indem wir hier auf den Knopf drücken. Dann haben wir hier einen Haken. So, und dann starte ich, indem ich drehe. Der läuft. Um den brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Wir gehen jetzt einfach hier drüben im Rezept weiter. So, in dieser Zeit mit dem Rezept fortfahren. So, wir nehmen jetzt den zweiten Mixtopf. Den haben wir ja automatisch dabei. Ne? Füllen wieder 500 Gramm Wasser ein. Guck mal, der Friend ist so leise, das hört man fast gar nicht, dass hier nebenan noch einer arbeitet schon. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt hört. So, das Garkörbchen einsetzen. Genau. Und in das Garkörbchen sollen unsere 4 bis 6 Eier. Schaut mal, ich habe etwas kleine Eier, aber grüne und total süße. Das waren ein Geschenk. Da weiß ich, wo sie herkommen. Und die füllen wir jetzt einfach ein. Deckel zu, Messbecher in den Mixtopfdeckel einsetzen, weiter das Ganze 15 Minuten Stufe 1. Zack. So. Schaut mal, so sieht das hier jetzt aus. Der Thermomix und sein Friend arbeiten für mich und dann ist nachher alles schon mal zusammen fertig.
So, einmal läuft die Abkühlzeit jetzt. Genau. Und dann gehen wir schon gleich weiter in unseren Arbeitsschritten. Einmal auf weiter. So, jetzt sagt er uns das Garkörbchen entnehmen, herausnehmen. Das machen wir ja immer hier mit dem mit der Ecke vom Spatel. Einmal einhaken, Garkörbchen rausnehmen und weiter im Text. So, Mixtopf leeren, Backofen vorheizen. Das mache ich jetzt gerade mal. So, die Grillfunktion am Backofen ist eingeschaltet auf 200 Grad. Und dann ist es immer gut, wenn ihr auch sofort den Spatel wieder aus dem Garkörbchen nehmt. Denn wenn das Material sich erkaltet, kommt das nicht so gut. Dann zieht sich das zusammen und dann hängt euch der Spatel fest. So, wir sollen einmal wieder den Mixtopf einsetzen. Okay. 80 Gramm Mehl einfüllen. Das habe ich hier natürlich. 80 Gramm Mehl. Dann 80 Gramm Butter. Als nächstes benötigen wir 800 Gramm Milch. Also ist eine schöne Auswahl, ne? 80, 80, 800. Dann schütte ich gleich mit rein. So, das ist jetzt ein bisschen mehr, das ist aber auch okay. 1,5 Teelöffel Salz. Oh, hört mal. Unser kleiner Friend ist fertig. Auch hier drücke ich einfach nur, schau mal, auf den Knopf, damit er still ist. Und wir machen in unserem Rezept kurz weiter hier. So, ich brauche ja jetzt erstmal 1,5 Teelöffel Salz. Dann einen halben Teelöffel Pfeffer. Ich wollte das euch mal so ein bisschen umsetzen hier, damit ihr schön zugucken könnt. So, einen halben Teelöffel Pfeffer. Messbecher in den Deckel einsetzen. Der ist sowieso immer drin, ne? Bei euch wahrscheinlich auch. Das Ganze wird jetzt 9 Minuten Stufe 3 aufgekocht. So, Eier pellen und vierteln. Wenn der Thermomix-Friend klingelt, der hat ja schon geklingelt. Huch, das Mehl wackelt hier jetzt gerade. Und dann zur Seite stellen. Ihr seht, wenn ich da auf Weiter gehe, also im Arbeitsschritt zurück, dann ist Varoma absetzen, zur Seite stellen, auf Weiter, dann ist er automatisch wieder im normalen Turnus. So, wir befinden uns schon in der Abkühlzeit. Zack. So, jetzt müssen wir etwas zerkleinerten Käse mit hinzugeben. In den Mixtopf. Genau. Also. Ja, 15. So. Dann Muskatnuss. Dann Muskat machen wir jetzt hier auch. Dünken. Der Marc darf natürlich auch gerne einen Teelöffel nehmen. So, den Messbecher wieder einsetzen. Der ist ja sowieso noch drin. Zack. Das Ganze nochmal 30 Sekunden Stufe 4. Ich will euch mal in der Zeit schnell die Eier zeigen. Schaut mal. Ich habe sie nur halbiert. Nachher steht dort Viertel. Aber so ein schönes, tiefes Gelb kommt nur von gesunden, freilaufenden Hühnern.